Nach dem Paperwhite 2018 und Kindle 2019 möchte ich euch heute den neuen Kindle Oasis vorstellen. Mit einer Neuauflage des besten E-Book-Reader von Amazon soll der Kindle Oasis 2019 den Kunden ein noch besseres Leseerlebnis verschaffen. Was die Key-Features sind und ob sich der recht hohe Anschaffungspreis ab 229 Euro lohnt, das seht ihr in den nächsten Minuten meines Videos. Äußerlich unterscheidet sich der Kindle Oasis 2019 nicht wirklich von seinem Vorgänger. Auf der Rückseite besteht der Oasis aus Aluminium, besitzt an der rechten oder linken Seite, je nachdem natürlich wie man ihn hält, eine dickere Ausbuchtung und auf der Vorderseite wurde das E-Ink-Display mit einem Schutzglas überzogen. Des Weiteren ist auch dieser Oasis nach IPX8 zertifiziert, sodass er wassertrotzt und Regenspritzer oder ein kleiner Tauchgang ihm nichts ausmachen dürften. Die Abmessungen betragen 159 x 141 x 3,4 bis 8,4 mm bei einem Gewicht von 188 Gramm. Oben befindet sich der Ein- und Ausschalter, auf der Vorderseite befinden sich zwei Tasten zum Umblättern von Seiten und auf der Unterseite noch der Micro-USB-Anschluss zum Laden. Und genau da haben wir bereits einen der wenigen Kritikpunkte des Oasis 2019, der nicht auf den aktuellen USB-C-Standard setzt. Auch wenn das asymmetrische Design des Oasis im ersten Eindruck etwas komisch aussieht, so ist er durch diese Verdickung doch sehr gut zu halten und das Handling ist wirklich auf einem extrem guten Level. Zudem können die beiden Tasten auf der Vorderseite zum Blättern sehr gut erreicht werden. Durch das bündig in das Gehäuse eingelassene Display ist keine Schmutzkante vorhanden, was der Haptik entgegenkommt. Bei dem mir vorliegenden Oasis habe ich das Spitzenmodell mit 32 GB internem Speicher, WLAN und LTE-Modem bekommen. Damit ist es dem Kunden möglich, weltweit auf E-Books zuzugreifen und diese herunterzuladen. Alternativ gibt es zu dieser 320 Euro teuren Variante noch ein Modell mit 32 GB und WLAN zu einem Preis von 260 Euro und 8 GB und WLAN zu einem Preis von 230 Euro. Persönlich, und da dürften mir die meisten wohl zustimmen, wird sich sehr wahrscheinlich der Aufpreis zum großen 32 GB Modell lohnen, der Aufpreis zur LTE-Variante sehr wahrscheinlich weniger, da man selbst vor Beginn einer langen Reise sich unzählige E-Books oder Audible-Hörbücher auf den Oasis herunterladen kann. Die grundlegenden Funktionen des Kindle Oasis der neuesten Generation sind identisch mit denen des Paperwhite 2018. So besteht auch hier die Möglichkeit, nicht nur Bücher aus dem Amazon-Shop herunterzuladen, zu lesen oder auch PDF anzuzeigen, sondern auch die Möglichkeit, Audible-Bücher zu hören. Auch hier ist es so, dass entsprechende Bücher, die dieses Format unterstützen, zum einen gelesen werden können, auf der anderen Seite aber an der gleichen Stelle mit dem Hörbuch fortgesetzt werden kann. Bedeutet natürlich, dass der Oasis per Bluetooth angesteuert wird, womit die Audible-Inhalte auf eure Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher übertragen werden. Einen eigenen Lautsprecher besitzt der Oasis aber nicht. Das absolute Key-Feature des Readers ist jedoch der Blaulichtfilter bzw. die Möglichkeit, die Farbtemperatur des Displays einzustellen. So gibt es in einer Rasterung von 24 Einheiten die Möglichkeit, das Display von kalt-weiß zu sehr warm einzustellen. Je nach eurer persönlichen Vorliebe ist das nicht nur augenschonend, sondern erleichtert auf Dauer auch das grundsätzliche Lesen, da es natürlicher wirkt. Aber auch die Hintergrundbeleuchtung kann in diesen 24 Stufen geregelt werden. Hinzu kommt, dass der Oasis eine automatische Helligkeitsregulierung besitzt, wodurch er die Display-Helligkeit an die äußeren Umstände anpasst. Das Display an sich ist auch in dieser Generation wirklich eines der besten, was man bekommen kann. Mit 7 Zoll und einer Pixeldichte von 300 ppi, sprich 1080 x 1440 Pixel, bekommt der Nutzer ein sehr scharfes Seherlebnis, was nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht nicht nur zu 100% blickwinkelstabile Inhalte darstellen kann, sondern auch extrem angenehm zu lesen ist. Erfreulich fand ich die Tatsache, dass vor allem im Vergleich mit dem günstigen Kindle 2019 die Geschwindigkeit sowohl bei Eingaben über das Buchstabenfeld als auch beim Umblättern von Seiten doch deutlich schneller vonstatten ging und man hier tatsächlich die beste Performance eines Amazon E-Book Readers bekommt. Dank 25 verbauter LED ist zudem das Display gleichmäßig ausgeleuchtet, das eine extreme Helligkeit bietet. Um nochmal auf die Farbtemperatur zu kommen, diese lässt sich per Zeitplan steuern, sodass der Oasis zum Beispiel abends das Display etwas wärmer stellt. Bei der Akkulaufzeit gibt Amazon einen Richtwert von ungefähr 4 Wochen an. Je nach eurem persönlichen Nutzen kann diese natürlich variieren. Hängt von eurer Lesedauer pro Tag, aber natürlich auch der Helligkeitsstufe des Displays und eingeschalteten Kommunikationsmodulen wie WLAN oder Bluetooth ab.
Ich hatte den Oasis jetzt 2 Wochen im Einsatz und verlor in diesem Zeitraum bei täglich einer Stunde Lesen rund 40 Prozentpunkte. Somit würde ich eine rechnerische Gesamtlaufzeit von guten 4 Wochen bekommen. Wie gesagt, das liegt aber auch ganz an eurem Nutzungsverhalten. Komplett aufgeladen wird der Oasis wieder in rund 3 Stunden. Unterm Strich bildet der Kindle Oasis 2019 ein Paket, das auf fast ganzer Linie überzeugen kann. Fast nur deshalb, da so Kleinigkeiten wie Micro-USB-Anschluss den sonst doch sehr guten Eindruck etwas trüben. Zum einen bietet uns Amazon ein Display an, das nicht nur mit einer sehr guten Pixeldichte, sondern auch einer automatischen Helligkeitsregulierung und einem Farbtemperaturfilter glänzen kann. Vor allem letzterer Punkt erleichtert das Lesen doch deutlich. Aber auch die subjektive Geschwindigkeit beim Umblättern ist auf einem sehr guten Level, sowie die Haptik und das Handling an sich. So lässt sich der Kindle Oasis 2019 auch ohne Probleme mit einer Hand bedienen und halten. Abschließend ist noch die gute Akkulaufzeit zu nennen, das wasserdichte Gehäuse und natürlich auch die Möglichkeit, auf tausende Hörbücher und Lesebücher aus dem Amazon Kosmos zuzugreifen. Aber je nach persönlichem Anwendungszweck kann es natürlich geboten sein, zu einem etwas günstigeren oder auch teureren E-Book-Reader zu greifen. Wenn ihr definitiv zu viel Lesern gehört, den E-Book-Reader Tag und Nacht mit im Handgepäck habt und auch Orte besucht, wo Wasser eine große Rolle spielt, dann ist der Oasis 2019 definitiv eine Empfehlung. Wenn ihr jedoch einen E-Book-Reader für eure Kinder anschafft, die vielleicht nur alle 2 bis 3 Wochen für 2 Stunden lesen und ein etwas robusteres Gerät benötigen, dann würde ich eher zum Paperwhite 2018 oder Kindle 2019 greifen. Mit dem Hintergrund, dass man sich unter diesen Umständen einen E-Book-Reader nur alle 3 oder vielleicht 4 oder 5 Jahre kauft, kann auch die Anschaffung des Kindle Oasis durchaus rentabel sein. Vor allem die 32 GB-Variante mit WLAN würde ich hier bevorzugen. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Erfahrungsberichtes mit dem neuen Kindle Oasis 2019. Bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt und würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Kritik oder sonstiges, schreibt es bitte in den Kommentarbereich. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Like oder ein Abonnement meines Kanals freuen. Bis dahin, macht's gut und ciao.